Seit 2020 betreiben Katrin Welker und Abel Cotado das Kampfsportzentrum Casa de Luta in Saarbrücken. Die beiden sind auch privat ein Paar und haben sich in Cotados Heimatstadt Barcelona kennengelernt. Ihr erstes Date? Ein Sparring. Die Begeisterung für ihren Sport teilen sie von Anfang an. Der Kampfsport macht was mit einem. Und zwar ist das nicht einfach nur Sport und Körpergefühl. Also jeder Sport tut natürlich gut, aber Kampfsport insbesondere stärkt einfach das Selbstvertrauen. Man lernt zu verlieren, man lernt zu gewinnen, man lernt viele Dinge, die man einfach auch im realen Leben braucht. Und das bereitet einem schön darauf vor. Dass das reale Leben gerne mal Purzelbäume schlägt, ist übrigens der Grund dafür, dass es die Casa de Luta überhaupt gibt. Cotado, der in Spanien als Elektriker gearbeitet und zudem einen Webshop für Kampfsportartikel betrieben hatte, wollte eigentlich schon immer sein Wissen und Können weitergeben, hat es dann aber lange doch nicht getan. Das war ein großer Traum. Ich erinnere mich, ich die Filme gesehen habe und dachte, oh Mann, eines Tages will ich genau dieser Typ sein. Aber als ich noch in Spanien war, hatte ich meinen Job. Ich war in meiner Komfortzone, hatte ein regelmäßiges Einkommen und alles drum und dran und dachte, warum sollte ich etwas ändern? Die Antwort darauf gab ihm die Wirtschaftskrise, die 2015 in Südeuropa herrschte. Sie kostete Cotado seinen Job und sein Haus. So kam er mit 70 Euro in der Tasche nach Saarbrücken, nahm Gelegenheitsjobs an und baute zusammen mit Welker die Schule und ein neues Leben auf. Natürlich hat man da Zeiten, in denen man traurig oder depressiv ist. Aber Jiu-Jitsu und Katrin waren immer da und haben mir die Disziplin und die Energie gegeben, um weiterzumachen, jeden Tag hart zu arbeiten und am Ende diese Situation zu lösen. Und heute haben wir hier, was wir haben. Und das ist ein erfolgreiches Kampfsportzentrum für die verschiedenen Disziplinen, die unter dem Oberbegriff Mixed Martial Arts zusammengeführt werden. Mittlerweile trainieren hier wöchentlich rund 180 Mitglieder, viele davon Frauen und Mädchen. Ein besonderes Augenmerk auf Schülerinnen zu legen, war Katrin Welker schon immer ein Anliegen. Gerade für Frauen und gerade für junge Mädchen, gerade auch wenn eventuell schon Gewalterfahrungen im Spiel waren, ist das so wichtig für die Frauen. Und ich wollte hier einfach eine Umgebung erschaffen, die sicher ist, die die Hemmschwellen bei Frauen senken, um wirklich mal zu sagen, okay, das da ist cool, da sind schon viele Frauen, da traue ich mich mal hin, um einfach den Einstieg zum Kampfsport leicht zu machen. Und so haben die Frauen und Mädchen die Möglichkeit, an eigenen Kursen teilzunehmen und nicht direkt ins kalte Wasser des gemischten Trainings geworfen zu werden. An den engen Körperkontakt beim Jiu-Jitsu muss man sich beispielsweise erst mal gewöhnen. Gleichzeitig spielt aber auch der Kopf dabei eine große Rolle. Was mir persönlich am Jiu-Jitsu halt Spaß macht, ist es, dass es nicht nur um das Körperliche geht, um Stärke, um Kondition und so weiter, sondern es ist so ein bisschen auch wie Schachspielen. Also man hat eine gewisse Technik, die man bei Abel oder bei Katrin gelernt hat. Und die wendet man dann auch, aber die passt nicht auf jede Situation. Und dann muss man die Technik unter anderem vielleicht auch anders setzen oder man muss vielleicht irgendeine Finte legen, damit der Gegner halt die Position einnimmt, die man dann jetzt quasi zum Angriff gebrauchen kann. 80% des Kampfsports seien sowieso mental, sagt Cotado. Deshalb ist es ihm wichtig, seinen Schülern und Schülerinnen zusammen mit den Techniken auch Werte wie Disziplin, Respekt und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Um das als Trainer vorleben zu können, arbeitet der frisch gebackene Schwarzgurt immer an sich selbst und seinen Fähigkeiten. Meine Schüler sind meine größte Motivation. Sie geben mir das Feuer, das ich jeden Tag brauche, um auf die Matte zu gehen und daran zu arbeiten, dass ich immer besser werde. Es ist doch so, je besser ich werde, desto besser können sie werden. Im Endeffekt sind sie mein Vermächtnis. Dieses Vermächtnis hat natürlich eine Außenwirkung. Deshalb legen die Inhaber größten Wert darauf, dass in der Casa de Luta eine weltoffene, tolerante und warmherzige Atmosphäre herrscht. Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung spielen hier keine Rolle. Neben der sportlichen gibt es eine weit größere Aufgabe. Ich höre immer die politischen Diskussionen über Fachkräftemangel, über Integration von ausländischen Mitarbeitern, über Saarland attraktiv. Sportvereine wie unsere bilden genau das, was die Politik eigentlich im Saarland erschaffen müsste. Wir haben es hier geschafft. Es ist absolut inklusiv, integrativ.
Und ich glaube, die Macht von Sport und die Macht von Vereinen wie unserem mehr zu nutzen und mehr zu fördern, wäre auch insgesamt ein großes politisches Thema. Und für jeden Einzelnen, der hier trainiert, ist es generell Herzenssache, weil Casa de Luta ist eine Familie. Eine Familie, hinter der nicht nur eine besondere und inspirierende Geschichte steht, sondern Menschen, die das, was sie vermitteln wollen, auch selbst leben. Kämpfen bedeutet eben weit mehr als nur draufhauen. Und das alleine ist schon eine gute und wichtige Message.